Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen hier ein Beispiel zeigen für die Verwendung von Sekundärdaten, also Daten, die nicht für den eigentlichen Untersuchungszweck eingesammelt wurden, sondern in diesem Fall einfach aus verpflichtend einzuliefernden Daten genommen sind. Es ist ein aktuelles Beispiel hier aus dem Bulletin Nummer 17 des Robert-Koch-Instituts. Und da gibt es hier eine kleine Studie zur Schätzung der aktuellen Entwicklung der SARS-CoV-2-Epidemie in Deutschland. Und hier sieht man schon mal so einen merkwürdigen Begriff, Nowcasting. Da ist mir selber auch hier zum ersten Mal begegnet. Da kommen wir noch dazu, was das ist. Das Robert-Koch-Institut kriegt verpflichtend geliefert bei solchen Epidemien, wie viele Menschen positiv auf den jeweiligen Erreger getestet wurden. Und so sieht zum Zeitpunkt der Erstellung dieser kleinen Studie der Dateneinlauf aus. Jetzt ist irgendwie klar, bei einer Epidemie solche Löcher, das ist merkwürdig. Und wenn wir genau hingucken, ja, hier, das sind genau die Wochenenden. Die Daten treffen halt zum Teil verzögert ein. Darauf hat man beim Robert-Koch-Institut keinen Einfluss. Das heißt, man muss hier irgendwas tun, um die Daten in eine sinnvolle Ordnung und Gestalt zu bringen. Und eine Sache, die man getan hat, ist hier die Imputation von fehlenden Werten zum Erkrankungsbeginn. Das ist natürlich ein sehr heikles Geschäft, denn wir wissen, dass nicht jeder, der das Virus kriegt, auch tatsächlich dran erkrankt. Im eigentlichen Sinne. Das Problem liegt also darin, ein Erkrankungsbeginn wird hier nicht mal bei 2/3 der Fälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Es wird aber auch nicht gemeldet, ob die Person tatsächlich erkrankt ist oder ob diese Person zwar den Erreger in sich trug, aber niemals an dem Erreger wirklich erkrankt ist. Das ist eine Information, die liegt schlicht und einfach nicht vor. Man hat sich hier damit beholfen, dass man einen künstlichen Erkrankungsbeginn, hier sehen Sie es, einen künstlichen Erkrankungsbeginn zuordnet. Und da muss man überlegen, was denn statistisch hier für sinnvoll sein könnte. Das Arbeiten damit ist halt ja ein bisschen von Unsicherheiten behaftet. Man weiß dann natürlich nicht, wer keine Symptome hat, merkt es nicht, könnte Menschen anstecken, ohne es zu merken. Auf der anderen Seite ist bei einer Tröpfcheninfektion die Wahrscheinlichkeit, jemanden anzustecken, dadurch gesteigert, dass man ja hustet und niest und damit Tröpfchen absondert. Also es gibt eine gewisse Unsicherheit hier. Es werden aber künstlich alle in irgendeiner Weise als erkrankt behandelt, weil man schlicht und einfach keine Möglichkeit zur Unterscheidung hat anhand der eingelaufenen Daten. Und wenn man das dann getan hat mit allen Unsicherheiten, dann kommt das nächste, das ist dieses Nowcasting. Now, also jetzt, man möchte die Daten für jetzt vorhersagen. Warum möchte man das? Ganz einfach, die Daten treffen ja mit Verzögerung ein. Die Verzögerung ist verschieden lang. Man möchte zu einem gewissen Zeitpunkt einfach die Daten haben und mit denen arbeiten. Also muss man aus dem verzögerten Einlauf in der Vergangenheit auf den aktuell verzögerten Einlauf der Daten zurückrechnen und kriegt dann natürlich gewisse Unsicherheiten mit rein. So, und wenn man das jetzt alles tut und zusammenpastelt, dann kriegt man so ein merkwürdiges Bild. Da unten, dunkler blau, das sind die, die mit Erkrankungsbeginn gemeldet sind. Also die jeweilig Neuerkrankten. Um die geht es ja. Hier drüber, dieser Bereich, das sind die, bei denen man den Erkrankungsbeginn irgendwie zurückrechnen müsste.
Sie sehen, es ist schon deutlich glatter, da sieht man diese Blütenlöcher bei den Wochenenden nicht mehr. Aber Sie sehen auch diese komischen Intervalle, die hier markiert sind. Diese kleinen Intervalle, diese vertikalen, das ist der Bereich, wo man sagen kann, mit 95%iger Sicherheit liegt der Wert da drin. Also das heißt, dieser Bereich ist ein Unsicherheitsbereich, den man schon mal angeben muss. Es bleibt eine Möglichkeit von 5%, dass man trotzdem außerhalb liegt. Und hier ist für diesen verspäteten Dateneinlauf die Schätzung, und hier sehen Sie, da sind die Unsicherheiten natürlich deutlich größer. Das schwankt da irgendwo dazwischen. Also für hier, für den Bereich, weiß man es jetzt schon genauer. Wir sind im Datum ja schon weiter, wir sind ja schon Ende April. Also es liegt leicht unter dem, was da so hellblau geschätzt ist. Aber es liegt immer noch in diesem Bereich, der durch diese Intervalle angegeben ist. Also es hat funktioniert. Da, zu diesen Signifikanzintervallen werden wir auch gegen Ende des Semesters noch kommen. So, dann muss man jetzt versuchen, hier aus dieser Zahl die Reproduktionszahl auszurechnen, das berühmte R. Das heißt, pro Erkranktem, wie viel Neuerkrankte kriege ich da? Also wenn ich fünf Leute habe, die es haben, und von denen werden insgesamt nur vier angesteckt, dann war die Reproduktionszahl 0,8. Wenn von den fünf aber sechs angesteckt werden, war es halt 1,2. Das heißt, die Seuche würde sich stärker ausbreiten. Hier sehen Sie nochmal kurz aufgezeichnet, wie mit verbesserter Datenlage sich dieser Unsicherheitsbereich beim Nowcasting verringert. So, hier jetzt diese Schätzung der Reproduktionszahl. Die Methodik ist hier beschrieben. Und mit dieser Methode kriegt man tatsächlich ein kleineres Unsicherheitsintervall für die Reproduktionszahl. Das ist sehr nett und ist gut, dass dem so ist. Also ein robusteres Maß dieser Reproduktionszahl als diese Neuerkrankung. Und damit kann man jetzt dann versuchen zu arbeiten. Sie sehen, also dieser Schlauch ist der Unsicherheitsbereich und das ist wahrscheinlich, verläuft es ungefähr so. Wir wissen jetzt hier, war es ein bisschen drunter, also wird leicht darunter liegen. Hier ist nochmal die Grafik, wie sich das mit der Datenlage verbessert. Und da geht es dann an die Interpretation. Hier sehen Sie senkrechte Linien an verschiedenen Kalendertagen. Da hat man einfach mal eingetragen, wann waren die großen staatlichen Maßnahmen. Hier Verbot von Großveranstaltungen, hier erste Bund-Länder-Vereinbarung und hier eine Woche später die allgemeine Ausgangsbeschränkung, nennen wir es mal. Und eigentlich versuchen die Leute jetzt hier zu interpretieren, wie diese Maßnahmen auf diese Reproduktionszahl gewirkt haben. Aber jetzt haben wir eine gewisse Schwierigkeit. Wir haben wirklich nur gearbeitet mit für jeden Kalendertag mit einem Datum, also mit einem Merkmal, nämlich der Anzahl der neu an dem Virus Erkrankten. Wobei manche auch nur virtuell erkrankt sind in dieser Begriffsweise, weil sie ja keine Symptome hatten. Und es fehlen uns viele andere Daten. Mehr haben wir nicht. Es sind halt Sekundärdaten. Hier gleichzeitig zu diesem Termin gab es noch eine andere Maßnahme. Da hat nämlich die Kassenärztliche Bundesvereinigung ihren Mitgliedern eröffnet, ihre Patienten für eine Woche krank zu schreiben, ohne dass der Patient kommen muss. Und hier konnten wir es dann für 2 Wochen. Außerdem war hier in dem Zeitraum war sehr stark in der öffentlichen oder veröffentlichten Meinung, also in den Zeitungen, Medien, drauf abgehoben worden, Leute, das Virus ist gefährlich, guckt, dass ihr euch testen lasst.
Irgendwann war klar, das geht ja gar nicht, so viel Testkapazität gibt es nicht. Es ist gescheiter, dass wer Symptome hat, zu Hause bleibt. Mit dieser Krankschreibung wurde das ermöglicht. Hier haben viele Arbeitgeber sukzessive Möglichkeiten zur Arbeit von zu Hause aus eingerichtet. Also es gibt hier andere Entwicklungen, die parallel waren, von denen man den gleichen Effekt erwartet wie von diesen staatlichen Maßnahmen. Dann kommt hier noch dazu, dass in dem Zeitpunkt relativ viele aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, getestet wurden und zum Teil positiv getestet in Quarantäne gesteckt wurden. Das heißt, die haben sich gar nicht in Deutschland angesteckt. Die Ansteckung geschah außerhalb. Die Zahl stieg trotzdem an. Das Robert-Koch-Institut bekommt aber nur gemeldet, wer positiv getestet wurde, aber nicht, wo die Infektion stattgefunden hat. Das heißt, in diesem vorderen Bereich haben wir dadurch eine zusätzlich große Unsicherheit darüber, was diese Zahlen bedeuten. Das heißt, alle Interpretation, die wir jetzt damit anstellen, ist von großen Unsicherheiten geprägt. Und jeder könnte behaupten, meine Maßnahme war die richtige. Manche behaupten hier, die Rückkehrer in der Quarantäne, das ist das alte Seuchenschutzgesetz, was wir schon lange haben. Das war das Wichtigste. Manche sagen, ja, diese staatlichen Beschränkungen, das war das, was einen Erfolg gebracht hat. Und wenn ich jetzt bei der Kassenärztlichen Vereinigung wäre, würde ich sagen, Leute, vergesst's. Ab da, wo wir die Leute aus unseren Wartezimmern raus hatten, die dann alle anderen angesteckt haben, auch die Risikopatienten, die bei uns ein- und ausgehen, um ihre Rezepte und Überweisungen zu holen, ab da wurde das besser. Also es bleibt eine sehr große Unsicherheit. Das heißt, die politischen Diskussionen über Veränderungen der Maßnahmen, die stehen auch alle auf einem sehr unsicheren Fundament. Man könnte hier natürlich vermuten, ja, ging es schon runter. Dramatisch kann es nicht sein, aber es kann keiner die Hand ins Feuer legen für das, was er sagt. Wir brauchen zusätzliche Zahlen. Nur sind für den Bereich viele Zahlen einfach nicht mehr nachholbar. Er liegt halt in der Vergangenheit. Das ist ein großer Mangel von solchen Sekundärstatistiken, dass man viele Zahlen, die man eigentlich gerne möchte, gar nicht mehr kriegt. In diesem Heinsberg-Protokoll, dieser Studie, die aktuell so langsam zum Abschluss kommt, da hat man versucht, durch Befragungen wenigstens für einen kleinen Bereich rauszukriegen, wo und wie denn die Infektion stattgefunden hat. Das ist dann aber wieder Arbeiten mit Primärdaten und Sie sehen, wenn Sie gucken, wie viele Leute dort gebraucht wurden. Das ist sehr, sehr anstrengend. Selbst für diesen kleinen Bereich mussten die, glaube ich, 80 Leute hinschicken. Es wäre also klug gewesen, wenn alle schon hier drauf gedrängt hätten, verpflichtend bessere Zahlen einliefern zu lassen. Dann hätte man hier in dem, was man da tut und interpretiert, eine deutlich größere Sicherheit.